Hiho und willkommen zurück bei den lieben Strategiespieler und Siedlerfreunde zu Die Siedler 6. Nicht mehr zum Aufstieg eines Königreichs, auch wenn es hier oben steht, sondern zum Reich des Ostens, der Erweiterung von Aufstieg eines Königreichs. Unser Profil scheint zu stimmen, ja. War mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob mein Banner hier oben stimmt, aber ja, scheint zu stimmen. Wir starten in die Kampagne rein. Von Aufstieg, von Reich des Ostens. Und fangen mit Mission 1 Basrima an. Also ihr seht, eine ganz neue Map. Von der das meiste noch verdeckt ist. Wir fangen in Basa Basrima an. Und arbeiten uns weiter in den Osten. Gut, Mission starten. Seid willkommen in Westholm. Monate sind ins Land gezogen, seit der Rote Prinz geschlagen wurde und Friede und Eintracht herrschen im Reiche Westerlins. Alte Feinde sühnten ihre Schuld und ihnen wurde vergeben. Viel Zeit ist verstrichen, seitdem die Ritter ihrer Majestät zuletzt in den Thronsaal zu Westholm gerufen wurden. Ja, so wie es aussieht, haben meine Ritter seitdem eigene Sachen zu tun gehabt. Ich habe ihnen ja ziemlich viele Ländereien überreicht, die sie verwalten mussten. Aber jetzt scheint es wieder neue Aufgaben für uns zu geben. Und für unsere Ritter. Jedenfalls drei von ihnen. Euer Majestät, wir haben Nachricht erhalten aus dem Lande Basa im Südosten. Basas wichtigste Handelsroute in das ferne Hidun ist unterbrochen. Und weder Neuigkeiten noch Güter erreichen sie aus dem fernen Land. Man bittet uns um Hilfe. Wir müssen für freien Durchgang durch Basrima, die östlichste Provinz Basas, sorgen, damit die Handelsroute wieder genutzt werden kann. In diesem kargen Landstrich liegt das Kloster der Heiler von Baklash, sowie das Lager einer geologischen Expedition in Imapa. Zu beiden Orten riss kürzlich der Kontakt ab. Auch aus Basrima, dem Dorf nahe der Grenze zum Lande Hidun, wird kein Lebenszeichen mehr vernommen. Wir sollten hier einen Stützpunkt errichten und die Lage erkunden. Der letzten Nachricht des Expeditionsleiters aus Imapa zufolge sind Söldner gesichtet worden, die einst dem Roten Prinzen dienten. Entsendet mich, euer Hoheit. Basa ist das Land meiner Vorväter und ich kenne es gut. Ja, wahrscheinlich entsenden wir auch Hakim für die erste Mission. Gut, wie man sehen kann, sowohl Thor Dahl als auch Alandra fehlen. Weil entweder haben die Entwickler gemerkt, welches die beliebtesten Ritter sind oder welches die Ritter mit den nützlichsten Fähigkeiten sind und haben nur unsere drei hier für das Add-on übernommen. Also Alandra und Thor 3 kommen gar nicht mehr vor, stehen gar nicht mehr zur Auswahl. Nur noch Hakim, Elias und Barkis. Wenn wir uns die Ritterinformationen ansehen, sieht man auch, dass sie ihre Titel nicht haben aus dem Hauptspiel. Also Reich des Ostens ist eigentlich ein abhängiges Add-on, also man braucht das Hauptspiel, aber es ist trotzdem unabhängig vom Hauptspiel. Ja. Gut, also wir werden wahrscheinlich Hakim schicken, wie gesagt. Hören wir uns aber an, was Elias und Marcus noch als ihre Argumente bringen. Die Bewohner der Provinz können sich auf meinen Mut verlassen. Die Garden des Roten Prinzen sollen meine Schwertklinge kosten. Ja, er ist gleich wieder kampfeslustig. Ich werde den Menschen dieser tristen Region mit Tatendrang zur Seite stehen. Schickt mich, euer Majestät. Könnten wir auch machen, wenn er so ein voller Tatendrang ist, aber wir nehmen Hakim. Ich vertraue auf eure Weisheit. So, Mission starten. Wir müssen die Siedler der Region Basrima beschützen und herausfinden, warum der Handel mit Hidun zum Erliegen gekommen ist. Wenn wir eine Stadt bauen und das Gebiet sichern, müsste die Handelsroute schon bald wieder von geschäftigem Treiben erfüllt sein. Mhm. Also, Spiel starten. Suchen wir das Lager der Expedition in Imapa auf und finden heraus, was in diesen abgeschiedenen Landen Basas vor sich geht. Okay, erstmal brauchen wir Jäger und Holzfäller. Also hier hoch kommen wir schon mal. Kommen auch hier Reiter.
Ja, wir haben einen kleinen Steinbruch hier nur. Den sollten wir auch gleich mal. Also dieser Steinbruch hat nur 100 Stein. Machen wir es am besten so. Und ja, Lager der Expedition sollen wir entdecken. Das ist ja da oben. Wir sind ja hier unten recht schon unterwegs. Eingeschränkt eigentlich. Also wir können hier nur zum Expeditionslager hoch. Oder hier unten raus. Ins Nachbargebiet. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Mhm. War auch der Grund, warum wir Hakim genommen haben. Ich könnte hier unten noch eine Holzfällerhütte hinpflanzen, vielleicht. Dass wir drei Stück haben. Straße wäre nicht schlecht. So, das ist zwar schön, dass hier jede Menge grün ist, allerdings... Oh, Löwen. Und eine alte Hütte. Alles klar. Wie ihr wünscht. Dann holen wir uns mal das Geld aus der alten Hütte. Auf euren Befehl. So, und jetzt können wir ja die Hauptstraße zu dem anderen Gebiet nehmen. Wenn man sich das so ansieht, kommen wir hier auch nicht wirklich raus, außer der Straße hoch zum Kloster. Gut. Wie ihr wünscht. Die Ausgrabungsstätte. Geschafft. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Wir bedauern, dass wir euch keinen Einlass in das Lager unserer Expedition gewähren können. Wir leiden unter einer ansteckenden Krankheit. Bitte sendet uns Medizin. Hier könnten wir Kühe, Schafe und Milch kaufen. Dann. Ei. Sofort. Können uns aber erstmal noch ein bisschen weiter umsehen. Weil was wir zum Beispiel auch noch nicht haben, ist Eisen. Halt. Ihr müsst uns Wegzoll entrichten. Gebt uns, was wir verlangen, oder kämpft. Aha. Okay, Banditen. Verstanden. Ei. Banditen von Mutisch. Diese Krankheit zehrt uns aus. Solltet ihr nicht selbst bald in der Lage sein, Medizin zu brauen, dann besucht bitte die Heiler von Baklatsch. Sie besitzen eine Rezeptur gegen unsere Qual. Alles klar. Ja, Baklatsch entdecken. Aber ich denke, wir können dann auch irgendwann selber die Medizin herstellen. Es läuft ja zum Glück kein Timer. So, hier wäre wieder eine Oase. Sofort. Hier ist ein Steinbruch und hier sehen wir grün. Das heißt, da ist jemand. Also irgendjemand. Ja, das Dorf, was wir noch nicht gesehen haben. Hier sind wieder Löwen unterwegs. Auf euren Befehl. Na, erstmal zurück mit dir, Hakim.
Haben wir schon alles ausgebaut? Was ausbaubar ist? Nein. So, suchen, sorgen wir mal für Klamotten. Ja, dann brauchen wir 25 Steine. Also ja, mal gucken, wie viel wir brauchen, um das Nachbarterritorium einzunehmen, damit wir die Heilkräuter und die zusätzlichen Tiere kommen. Da haben wir wirklich schon alle Holzfällerhütten ausgebaut? Ja, haben wir. Tatsache. Dreihundert brauchen wir. Wie ihr wünscht. Ah ja, von hier aus können wir das Kloster theoretisch besuchen. Schon unterwegs. Vorwärts. Angriff. Ja, gegen die Löwen hat Hakim leider keine Sofort. Chance. Alleine. Verstanden. Jawohl. Und ja, hier wäre halt genug Platz auf dieser Seite für Farben. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Ihr wollt unseren Nachbarn aus Imapa helfen. Das ist ein edles Anliegen. Wir könnten eine wirksame Medizin herstellen, aber unsere Vorräte sind zur Neige gegangen. Sendet uns Kräuter, dann setzen wir die Mixtur für euch an. Mhm. Ja gut, so könnten wir es auch machen. Das würde schneller gehen. Aber wir brauchen trotzdem das Territorium hier drüben. Auf euren Befehl. Dafür. Schon unterwegs. Mal gucken. Ich denke mal, wir dürften genug Fleisch gerade für zwei Metzgereien und eine Kerberei produzieren. Also ja, wenn ich halt davon ausgehe, dass uns die Zebras wegsterben, wie die fliegen. Dass jeder halt so im Schnitt 3 verbraucht, wir 9 herstellen. Auf euren Befehl. Ei! Schon unterwegs. Ist das Kloster eigentlich abgelegen? Nein. Schon unterwegs. Wir könnten durchs Klostergebiet durch und uns da noch umgucken. Ja, jetzt müssen wir die 150 Gold zusammenkriegen. Schon unterwegs. Wie gesagt, bevor wir hier Weizenfarben bauen können, müssen wir die Löwen loswerden. Hier oben wird noch mal Tierchen. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Hier werden nochmal Steine. Ja, und so wie es aussieht, ist der Rest jetzt grünes Gebiet. Oh, das meinen wir erstmal. Wie ihr wünscht.
So, Territorium ist eingenommen. Wir können einen Jäger errichten. Ja, super, jetzt jagen schon die Jäger aus dem Gebiet dort. West.